Wir begrüßen Sie an dieser Stelle zum Doc Mois Talk, wie nach jedem Heimspiel der Alemannia. Bei mir sind zwei Spieler, die heute leider nicht auf dem Spielfeld oder auf der Bank waren, haben aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gespannt zugeschaut. Florian Abel und Sebastian Wirtz. Florian, wie sieht man als Spieler, der einem solchen Kader angehört, in einer Mannschaft, die jetzt auf einer Nicht-Erfolgswelle, aber auf einer richtig guten Welle, auf einem guten Weg ist, wie sieht man dann von draußen ein solches Spiel und was lernt man als Spieler daraus? Ja, wir wussten von vornherein, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird, dass sie nicht sehr viel nach vorne machen werden und ja, dass wir nicht sehr viele Chancen bekommen und die wir dann bekommen, die müssen wir halt nutzen direkt. Und ja, gut, kann ein bisschen früher passieren als 2-1, aber letztendlich sind wir froh, dass wir gewonnen haben und ja, dass wir es hinter uns haben. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie auch nach solchen Situationen, nach dem Elfmeter, trotzdem irgendwo nicht die Ruhe verliert und weiter bis zur letzten Sekunde um den Sieg kämpft. Hat man das Gefühl, auch wenn man auf der Tribüne sitzt und genau weiß, wie es im Training zugeht? Ja, das ist einfach dann sehr, sehr schwer, dass wenn man vorher nicht zulässt, dass man einen Elfmeter gegen sich bekommt, der ist drin. Aber ich sag mal, das haben wir uns über die ganze Saison erarbeitet schon, dass wir das halt zurückstecken können und einfach weiter Gas geben und Geduld haben und das hat Zeit gemacht. Sebastian, du bist als junger Spieler dazugestoßen und das Beispiel Tobias Mohr zeigt, wie schnell es gehen kann. Bist du auf dem gleichen Weg? Welche Hoffnung hast du an die kommende Zeit bei der Alemannia? Ja, ich denke, Tobi, der hat seine Sache heute auch wieder gut gemacht. Das muss von jedem das Ziel sein, darum spielen wir Fußball. Natürlich hoffe ich auch noch auf meine Chance. Ich hoffe, den Viktoria Köln schon schnuppern. War natürlich auch ein geiles Spiel, geiles Gefühl. Und einfach so lange im Training Gas geben, bis der Trainer einem die Chance gibt und da muss man da sein. Ist das schwer als Spieler, manchmal nicht dabei zu sein, aber dazu zu gehören? Also sag mal, als junger Spieler ist das natürlich noch was anderes. Ich bin in erster Linie froh, die Erfahrung sammeln zu dürfen dieses Jahr jetzt hier in der ersten Mannschaft. Ich komme aus Aachen, deshalb weiß ich, was der Verein für die Stadt bedeutet, was für die Fans bedeutet. Ich genieße einfach die Zeit, auch mit den älteren Spielern, die schon in der Bundesliga gespielt haben, einfach denen zugucken zu dürfen im Training, von denen lernen zu dürfen und mich einfach weiterzuentwickeln. Ja, jetzt haben wir gerade schon über Tobi Mohr gesprochen und auch über dich. Ihr kennt so viele Spieler hier aus dem Raum Aachen oder aus dem Kreis Aachen. Gebt ihr das denen weiter, welche Chance jetzt da besteht, dass auch jeder die Möglichkeit hat, das für sich selber zu erreichen? Also ich sag mal so, man sieht ja, wie schnell das gehen kann. Ich habe vor 2 Jahren noch in Walen gespielt, habe dann die Chance in der zweiten Mannschaft bekommen, wurde dann hochgezogen. Also das sieht ja selber, jeder selber von alleine, wie schnell das gehen kann. Und von daher, ja, mal abwarten, was noch so in der Zukunft kommt. Ja, unter dem Motto, jeder Spieler stellt sich selber auf. Florian, du bist auch schon länger dabei, also die meisten wissen es nicht. Du hast eine Verletzung gehabt und bist jetzt wieder auf dem Weg, dass es langsam ans Eingemachte geht. Wie ist dein derzeitiger Fitnesszustand und wie lange glaubst du noch, dass du brauchst, um wieder richtig angreifen zu können? Ja, also ich bin erstmal wieder schmerzfrei, das ist erstmal die Hauptsache seit einem Jahr mal wieder und ja, es wird immer besser, ich werde immer fitter und ja, es sollte nicht mehr lange dauern, dass ich wieder voll angreifen kann. Und dann ist dein Ziel? Ja, ist klar, ich will spielen, sonst müsste ich jetzt nicht sitzen, also ich möchte spielen, ich möchte den Jungs helfen, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln können und ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gezeigt, dass es kann und da möchte ich wieder hinkommen. Ja, dann wünschen wir dir alles Gute, dass du schnell wieder fit wirst und dir alles Gute, dass du dein gestecktes Ziel erreichst. Hat Spaß gemacht, sich mit euch beiden zu unterhalten. Mal zwei Jungs aus der, sagen wir, anderthalbten Reihe. Alles Gute für euch. Schönes Wochenende allen, die uns zugehört haben, allen an den Bildschirmen. Und wir freuen uns aufs nächste Heimspiel. Ihr habt ihn eben schon gehört, ich kann es nur noch mal wiederholen. Alle Zuschauer, die heute da waren, beim nächsten Heimspiel einen mitbringen, dann sind wir doppelt so viele. Vielen Dank, schönes Wochenende und tschüss. Yeah.